Ist das nicht eine tolle Aussicht, womit wir im letzten Part die Aufnahme beendet haben? Oder beziehungsweise den Part beendet haben? Ist das nicht toll? Hier in der Hafenstadt, zurück in der freien Stadt Maya. Ja, wir haben ein neues Ziel. Wir müssen alle Steine sammeln, beziehungsweise zu den Ort der Steine, wo die Mana-Geister zu Hause sind, beziehungsweise die Elementare. Um stärker zu werden, zu unserem Ziel zu kommen. Und ja. Jetzt soll man nach Baisa, um zurück zu... Oh, wie hieß... Laurentien, genau. Nach Laurentien zu kommen. Und dafür müssen wir leider uns ein Schiff nehmen. Aber hier ist anscheinend jeder zu faul, um mich mit dem Schiff zu ihrer Heimatstadt zu bringen, woher sie kommt. Ja, mal gucken. Wir schauen mal. Wir müssen jetzt hier den goldenen Weg entlang, wo wir schon mal waren. Und dann... Wir wurden ja schon mal abgewiesen in ein Part. Nee, hier dürft ihr nicht rein. Hier kommt ihr nicht rein, hat er gesagt. Und dann sind wir in die Zwergenhöhle gegangen. Genau, so war das. Und jetzt dürfen wir hoffentlich vorbei. Ich meine, wir haben die Erlaubnis vom König. Wenn wir jetzt nicht da rein dürfen, dann weiß ich auch nicht, wann denn sonst, wa? Oh, wieder irgendwelche kleinen süßen Mümmler. Pokepusch, Entschuldigung. Ja, die sind Stufe 8. Okay. Jetzt verschwendest du deinen heiligen Ball an so ein Ding. Das ist natürlich schlau, Angela. Das ist natürlich sehr schlau. Ja, wir kämpfen jetzt wieder durch. Upsala. Ich find's so nice, wie die lachen, ne? Es ist so toll. Aber ja, hier waren wir schon. Deswegen laufen wir jetzt durch. Wir haben ja alle Schatztruhen schon entdeckt. Aber trotzdem, dieser Ort ist einfach toll. Ist ein bisschen Backtracking, ne? Muss man schon sagen. Ups. Auto. Komm, ey. Ist natürlich ein bisschen Backtracking angesagt im Spiel. Das bleibt nicht aus. Mal gucken. Aber wie gesagt, ich werde kein... Also bei mir müsst ihr keine Sorgen machen. Wir werden diesen Weg nicht doppelt und dreifach laufen. Wir werden nur den nur so, oh, so nötig... Warte mal, ich muss kurz aufachten. Okay. Ich nehme den nur so nötig, wie es geht, ne? Wenn ich jetzt hier einmal nochmal zurücklaufe, um irgendwas zu holen oder so, oder mich umzugucken, dann... Das wird nicht im Part vorkommen. Also da braucht ihr keine Gedanken machen. Aber alle Wege, die wir storymäßig zweimal laufen müssen, die werden natürlich drin gelassen im Schnitt, ne? Damit ihr euch da sicher seid. Das heißt, zum Leveln, wenn ich Level gehe, dann... Alter. Ich wollte eigentlich hier die Special einsetzen, aber das bringt halt kaum was. Noch einer? Das heißt, Level wird nicht im Part vorkommen und, sowas wie... Oh, ich habe was vergessen. Dann laufe ich nochmal zurück. Nee. Wenn sowas passiert, wird nicht vorkommen. Dann könnt ihr ganz beruhigt sein, was das angeht. Aber wenn wir jetzt storytechnisch nochmal durch diesen Weg laufen müssen, dann kommt das natürlich vor, ne? Ihr wollt das ja auch alles nachvollziehen können, was ich mache. Zumindest weiß ich, dass das einige wollen. So, sind wir in der Handelsstadt jetzt angekommen. Müssen jetzt da sein. Oh, jetzt steht ja keiner mehr. Haben sie es als anders überlegt? So, mal gucken, wie es hier aussieht. Bin gespannt. Im Original war das diese Stadt. Nur mal kurz zur Anmerkung: die Stadt, wo ich am meisten war, was Backtracking angeht, um mich aufzurüsten und so ein Shit. Mal gucken, ob es hier anders wird. Oder wieder genauso. Ja, hier ist eine Menge los. Aber erstmal gucken wir uns, bevor wir die Häuser abklappern, gucken wir uns draußen um. Es ist hoffentlich für euch verständlich, ne? Ich glaube, das würdet ihr genauso machen.
Da gehe ich stark von aus, dass ihr das genauso macht. Hallo? Sammelst du jetzt mal bitte dieses Teil ein? Danke. Weil wir bekommen ja noch zusätzlich Geld und wir müssen ja sowieso jetzt neu ausrüsten, was das angeht. Weil ich glaube, hier gibt es auch neue Waffen. Und eventuell gibt es ja auch wieder einen Kaktusfratz. Ah, sollte man schließlich schon gucken. Guck mal da hinten. Eine Truhe. Mit Sternenkraut drin. Ich habe schon wieder vergessen, was das macht. Ich habe schon voll vergessen, was das macht. Ah, hier haben wir auch noch was. Noch ein Sachensamen. Hier kann ich nicht rauf, ne? Schade. Man kann hier nicht rüber. Ich würde ja schon gerne irgendwie auf die Dächer rauf, ne? Warum auch immer ich das wollen würde. So, hier waren wir schon. So, hier haben wir noch was. Ein Krug. Da ist noch eine Truhe. Ich finde es ja so toll, wie es hier aussieht, ne? Also, wenn ich das nicht Let's Play würde, würde ich es halt privat spielen. So, da drüben ist auch noch was. Da ist zu, der Nachtmarkt. Da braucht ihr keine Gedanken machen. Da kommen wir erst des Nachts rein. Deswegen heißt er ja auch Nachtmarkt. Wir werden da auf jeden Fall noch reingehen. Nur damit ihr wisst, damit ihr Bescheid wisst. Da gehen wir auf jeden Fall noch rein, bevor wir hier abhauen. Aber vorher gucken wir uns natürlich noch um. Siehst du mal. Du hast Kaktusfass gefunden. Nice. Und das war der fünfte. Finde heraus, wie viele Schätze noch unentdeckt sind. Anzeige über Kartenmenü. Preis hier. Wenn ich jetzt Karte öffne, sehe ich die Schätze? Ne, es gibt noch... Achso, da links. Es gibt noch zwei Schätze. Alles klar. Okay, das ist cool. Es wird ja nicht direkt gespoilert. Es wird einfach gesagt, wo die Schätze sind. Das zählt nicht als Schatz, würde ich mal sagen, oder? Zählt das als Schatz? Ne, das zählt nicht. Gut. Wenn hier noch zwei Schätze fehlen, ne? Wo könnten die denn sein? Aber die haben sehr viel Arbeit gemacht, um die Städte wieder aufzubauen, Städte zu bauen, wa? Das finde ich schon sehr beeindruckend, wie sie das alles umgesetzt haben. Jetzt fragen wir aber tatsächlich, wo sind die zwei verbliebenen Schätze? In den Häusern würde ich schätzen. Hier können wir schon mal nicht rein. Hier auch nicht. Zwei Schätze. Aufs Dach, da können wir... Warte mal. Was ist denn das hier? Ach! Hier, so ein leuchtender Punkt. Nee, hier können wir nicht rauf, ne? Nee. Gut, dann gucken wir mal nach, in welche Häuser wir reingehen können. Einmal hier. Ja, jetzt ist es ganz schön bequem, ja. Es gibt einen mysteriösen Gegenstand namens Schrumpfhammer. Doch selbst die Händlergilde, die den Nachtmarkt betreibt, hatten es noch nicht geschafft, den in die Finger zu bekommen. Ja, das wird angeteasert. Ich werde das nicht mit allen Leuten reden. Das könnt ihr machen. Das möchte ich euch nicht vorwegnehmen. Was haben wir hier? Da haben wir auch noch was. Geld. Klauen wir den Leuten hier das Geld noch aus der Tasche? Okay, kein Ausgang, Hinterausgang. Gut. Da haben wir ja alle Häuser oben abgeklappert, denke ich mal. Dann gehen wir hier runter. Hey, man kommt ja doch auf die Dächer. Moment. Sehr gut. Und es wird nachts. Okay. Das ist ja schon mal sehr gut. Das bietet sich auch gleich an. Moment. Im Original war doch irgendwas, dass man hier irgendwie, dass es irgendein Haus spuken soll oder so. Naja. Bevor ich es nachher nicht da. Ganz offensichtlich. Meine Güte, das war jetzt ziemlich offensichtlich. Und hier? Habe ich noch so eine offensichtliche vergessen? Ja, die Kamerawinkel, ne? Das ist immer so ein bisschen anders, wenn ich durch das Feld erkunde. Dann nimmt man nicht alles, sieht man ja nicht alles gleich. Gut, gehen wir rein. Wie sieht's hier aus? Uff. Uff, ist das cool. So, gucken wir uns einmal um, bevor wir weitermachen. Noch eine Wahrsagerin. Keine Truhe hier. Doch, da ist noch eine Truhe.
Ist das die letzte? 500! Ja, das war die letzte. Sehr gut. Was hat es mit den Sachen mit den Tanzjau, mit den Leuten auf sich? Hallo. Black Market Aurora Sisters. Sexy Dance. Aber klar doch. Der Gedanke der Aurora-Schwester hat ihr neue Fähigkeit gewährt. Der Gedanke an die. Magischer Wechsel. Gemeinsame Fähigkeit Aurora-Schwester erhöht im Kampf den Magieangriff um 5%. Uff. Das ist nice. Ja, haben wir das auch mal gesehen. Okay, cool, dass sie es eingefügt haben im Remake. Hey, erzähl mal was. Ihr seid auf ein Abenteuer, oder? Falls ihr irgendwo hin müsst, besucht mich am Hafen. Willkommen auf dem Nachtmarkt. Hier findet ihr jede Menge seltene Artikel. Ja, das weiß ich. Ihr interessiert euch für den Nachtmarkt? Seid ihr nicht ein wenig zu jung, um zu später Stunde noch so unterwegs zu sein? Ey, was soll das heißen? Das ist nur ein Nachtmarkt. Das ist jetzt kein, ihr wisst schon, Bordell. Oh, perfekt, das möchte ich haben. Oh nein, was soll ich nehmen? Die Auswahl ist zu groß. Was hast du denn da? Zeig mal her. Ihr Schein! Okay, Drehzahlschrauben sind sehr gut. Da werden wir uns definitiv später mal eindecken mit. Zumindest habe ich das im Original getan. Ansonsten brauchen wir jetzt erstmal nichts. Da kann ich nochmal hier, ich glaube, das war Hüssi, der das geschrieben hat in meinen Kommentaren im Original. Der hat mir das empfohlen. Während des Let's Plays. Oh, Protoöl. Das holen wir uns gleich 5-mal. Das ist sehr gut. Ich glaube, das kann man auch nur hier kaufen. Wenn man es nicht farmt, ne? Ich hätte nicht gedacht, so, dass man es findet. Wo haben sie das her? Weiß ich nicht. Was hast du denn hier? と言いたいところだけど残念でした。売り切れだ。自分は王子だなんて抜かす生意気なガキだったんだけど、ついさっきうるち。なんですって？エリオットに違いないわ。その子は今どこに？なんだよ。あんたの知り合いか？さねえ。こっちも商売だから売っただけで相手がどこの誰かまでは知らねえな。 助けて。助けて。その子は赤い目の不気味な奴が買っていったよ。あいつが誰かは本当に知らないんだ。許してくれ。許せない。人間を商売の対象にするなんて。あなたみたいな人がいるから。分かった。もしません。もしませんから。商売も買います。だから助けてください。 Die Reue des Händlers hat dir eine neue Fähigkeit gewährt. Okay. Chance für 20% Wert senkt bei allen Verbündeten. Okay. Meine Güte, ist ja, man kriegt so viel hier. An einen Typ mit roten Augen. Hast du was sonst zu sagen? Oho, willkommen auf dem Nachtmarkt der Händlergilde. Die Waren findet ihr in keinem anderen Laden. Vorsicht, auf dem Nachtmarkt werden einige gefährliche Gegenstände verkauft, aber es ist schwierig, sie anderswo zu bekommen. Da habt ihr recht. So, Uran Aibaba, erzähl was. Das Leben ist so 100% Schicksal. Eure Zukunft steht bereits fest. Es gibt keine Hoffnung. Mach bla 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 bla. Ihr könnt eure Lernpunkte jederzeit zurücksetzen. Nein, versuchen. Das kostet was. Also, welche Punkte soll ich zurücksetzen? Keine. Verstehe einen Haufen. Was? Ich habe jetzt so schnell geklickt. Sie hat uns noch beleidigt. Gut. Die Beleidigung nehmen wir noch mit. Und dann gehen wir uns jetzt erstmal. Ist übrigens. Ich weiß, wir sind jetzt fast den ganzen Part hier nur in der Handelsstadt, aber. Ich finde das halt schon ziemlich nice. Muss ich sagen. Gut, wir decken uns mit neuen Waffen ein. Nicht wahr, Durant? Was hast du zu erzählen? In dieser Handelsstadt verkauft eine Menge Handwerker ihre Waren. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel ausgebe. Ja, gut, dass ich mich um das Geld kümmere. Ne? Gut. Hey, mein fröhlicher... Yidashai. Gut, erstmal... Oh Gott, das kostet auch gleich 900, ne? Breitschwert. Dann haben wir hier noch einen seltsamen Stab.
und ein Hakenspieß. Ja. Ja, man sieht sich, ne? Man sieht sich. Denke ich mal. Vielleicht. Und dann besuchen wir noch seinen kleinen Bruder. Sein Zwillingsbruder. Den verrückten Händler von nebenan. Mit neuer Ausrüstung. Alter, das reicht nicht. Erstmal ein Lamellenpanzer für Durant. So, ihr müsst das verkaufen. Ausrüsten. Gladius kann weg. Hexerstab kann weg. Das kann weg. Kaufen. So, Bienengewand. So, wir brauchen wieder mehr Geld. Oh Gott, wir haben hier noch das ganze Zeug. Ah, nicht ablegen. So, verkaufen wir das alles. Ich habe es eh zu spät gesehen. So, kaufen wir mal. Und einmal eine Nietenrüstung für unsere gute Resi. Ja, wir sehen das nicht anders aus, aber wir kriegen später noch andere Klamotten. Nur nicht jetzt. Ich gucke trotzdem mal Ausrüstung an. Wie das aussieht. Okay, das ist also der Hakenspeer. Sein Breitschwert sieht so aus. Ja, wie man halt Und ja, das ist ein normaler, seltsamer Stab, ne? Cool, gut. Ich finde es übrigens ich finde Charakterpersonalisierung in Spielen immer richtig nice. Ich finde es halt nicht nice, wenn die ich weiß, ich bin jetzt wahrscheinlich einer der wenigen. Viele sagen, boah, Mikrotransaktionen, ist auch schön, wenn man Geld noch zusätzlich ausgeben muss. Ich finde es halt nur toll, also sagen einige, nicht ich. Ich finde es halt nur toll, wenn ich, wenn man halt nur die Charakter damit dadurch anpassen kann und nicht irgendwas Spielwichtiges kaufen kann. Und dann muss ich wiederum sagen, ich finde Mikrotransaktionen oder Ingame-Käufe allgemein scheiße. Um es mal mit harten Worten zu sagen. Aus dem Grund, ja, ich personalisiere meinen Charakter ziemlich gerne. Und das hat mir damals schon gefallen bei alten Rollenspielen, wie zum Beispiel Secret of Mana, war es ja schon so, wenn du eine neue Waffe ausgerüstet hast, sieht die Waffe auch anders aus oder aufgewertet hast. Dann bei Xenoblade hat sich komplett die Rüstung schon geändert, während man neue Ausrüstung ausgerüstet hat. Also das Aussehen des Charakters. Oder bei Final Fantasy, bei den ganz alten. Bei den Final Fantasies hat man auch schon während man kämpft, schon dadurch neue Waffen gesehen. Und das finde ich halt schon nice und dementsprechend finde ich es halt schon bei Mikrotransaktionen schon scheiße, dass sie überhaupt da sind, ne? Das bringt mir nicht, wenn man wirklich nur seinen Charakter damit, dass sein Charakteraussehen damit ändern kann, indem man zusätzlich Geld ausgibt. Ich finde das einfach allgemein kacke. Ich finde, es bietet dem Spiel immer ein bisschen mehr Wert, wenn man das kann. Gut, wir machen mal weiter. Wir sind hier fertig. Ich bereite die Abfahrt vor, aber das dauert noch ein bisschen. Macht doch einen kleinen Spaziergang und kommt danach wieder. Okay. Erkunde die Stadt. Habe ich nicht getan, ne? Habe ich nicht getan. Hey, erzähl mal was zu der Stadt. Psst. Da, am Horizont, da hat sich was bewegt. Ich wette, es war ein Geisterschiff. Ich habe sie gehört, wie sie ein paar Kapitäne darüber unterhalten haben. Oh, ich wünschte, ich könnte auf ein Geisterschiff mitfahren. Davon habe ich schon immer geträumt. Oh, tut mir leid, ich bin Martello und wie unschwer zu erkennen, bin ich besessen von Übernatürlichen. Ich hoffe wirklich, dass es in dem Schiff spukt. Der gute Martello. Der gute Martello. Ja. Immer eine Waffel. Was? Da oben? Jetzt sag mal nicht, ich muss in der Handelsstadt rein. Nee, gut. Willkommen im Beise. Ich bin Mitglied des Tourismusverbandes unserer schönen Handelsstadt. Ihr seht nicht danach aus, als würdet ihr aus der Gegend stammen. Wenn ihr zum ersten Mal hier seid, solltet ihr unbedingt unseren berühmten Nachtmarkt besuchen. Der ist einmalig. Dort werden seltene Gegenstände zum Verkauf angeboten und seht euch auf jeden Fall auch die fesselnde Nebenvorstellung der Aurora-Schwestern an. Ihr werdet es nicht bereuen. Oh, fast das ganze Nachtmarkt hat nur nachts geöffnet. Viel Spaß. Begib dich zum Hafen. Habe ich erkundet. Nachtmarkt erkundet. Wir haben alles mitgenommen. Zumindest sagt das die Karte.
Ja, wir haben alles mitgenommen, alle Schätze und jetzt geht's weiter. Hey, Dicker! So, wir steuern den Hafen von Palo an, das macht 150 Lucre. Nein. Macht es nicht. Ja gut, macht es doch. Wir müssen Wasser kaufen. Meine Güte. Hätte ich auch ahnen können. Natürlich wollen, natürlich sind die so gierig und wollen. Ja, Irashai. Irashai, deine Mutter. So, habe ich's gesagt. Ja, komm. Weg damit. Ja, ja, ist gut. Freu dich, einen Keks. Oh Mann, ich wünschte mir, ich könnte schneller laufen. Das ist ja unerträglich manchmal. So, ich habe das Geld. Ja, 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 ja. Hier, bitteschön. Nimm es. Nimm es und stirb. Alle an Bord. Oh, diese Musik ist einfach zu gut. Die macht so ein... Ich weiß, die ist jetzt nicht unbedingt gut für die Atmosphäre, aber die passt halt so. Die kann man gut mitsingen. Unfassbar. Und jetzt nervt dieses Icon da unten links auch noch an der Cutscene. Ich glaube, sie spinne. Lenken kann ich übrigens nicht, falls ihr das wissen wollt. Kann ich sie ausschalten? Ich kann den Wappen da unten nicht wegmachen. Aber ich kann die Kamera drehen. Oh, nice. Guck, das ist Vulkan. So, wo führt uns der Weg hin? Ich weiß wohin. Es ist ein ziemlich weiter Weg. Zumindest weiß ich das noch, dass es ziemlich weit war. Und es wird neblig. Die Musik passt so gar nicht zu der Atmosphäre, aber trotzdem nice. So, wie lange dauert es noch? Sind wir bald da? Alter, Schnauze! Sind wir bald da? Schnauze, habe ich gesagt! Ja, wir sind bald da. Das sieht nach Palo aus. Hier waren wir auch noch nicht, ne? Jetzt sagt mir bloß, ich darf nur eine neue Ausrüstung kaufen gerade. Ich habe schon eben gestruggelt. Waffen und Rüstung erlegen. Ja, das ist kein gutes Omen jetzt gerade. Aber ich hoffe mal, dass es nicht der Fall ist. Ach, diese Musik. Ich sag's immer wieder. Ich sag's einfach immer wieder. Agenten aus Nival haben diese Stadt angegriffen. Eingenommen. Meine Güte. Wir sind alle hier ziemlich süchtig nach Land, kann das sein? Ist gut jetzt, Fee. Ich würde gerne in die Karte öffnen und wissen, wie viele Schätze es hier jetzt finden gibt. Es gibt ganze 4 Schatzkisten. Gut. Dann schauen wir uns um. Eine Katze am Schiff. Auf dem Schiff. Und zum Zielort gehen wir natürlich wieder als letztes. Damit ihr doch da Bescheid wisst. Guck mal, das ist schon die erste. Ein Honig-Elixier. Ich habe das Gefühl, als wenn da unten was ist. Aber auf der Karte ist da nichts. Nee, da geht's um die Treppe. Nee, ich kann auch nicht hier rüber, ne? Nee. Ich weiß, wir sollen überall rein, ne? Aber wie schon gesagt, wir erkunden erstmal draußen. Oh, hi. So, da ist die zweite. Eine Schokolade. Ich finde es übrigens sehr nice, dass man so, dass die Stadt so komplett frei ist, ne? Man kann da wirklich fast überall hin. Außer, wenn das Spiel sagt nein, dann nein. Aber also allgemein finde ich die Stadt schon sehr gut aufgebaut mit den Höhen und Tiefen. Während das ja... Erstmal gucke ich jetzt mal nach, ganz wichtig.
Bitte lass mich jetzt nicht nochmal Waffen kaufen gehen. Nee, sehr gut. Wir haben das Beste. Sehr, sehr gut. Mit ihm reden wir aber. Hm? Oder auch nicht. Er hat die Sprache verschlagen. So, hier ist nichts. Hier kann ich nicht hinter. Hier liegt was. Da ist aber eine Schatze. Komm her, du gutes Stück. Wie viele haben wir denn jetzt? 3, ne? Ne, wir haben jetzt alle 4 schon. Erzähl mir nichts, das ging ja schnell. Gut, dann gehen wir in die Häuser rein. Ah, wobei. Erstmal die anderen Häuser. Hüpp. Erstmal hier. Was haben wir denn hier? Erstmal sehe ich nichts. Oh. Die fühlen sich wahrscheinlich überall beobachtet jetzt. Hey.大きな声を立ててはいけません。ナバールの奴らに聞こえてしまいます。リース様、実は生き残ったのは私だけではありません。山の中腹、眠りの花畑に行ってください。おい姉ちゃん、酒持ってこい。はい、ただいま。 Warum kann ich nicht die lenken? Die sieht doch nice aus. War ein Scherz, Leute. Steht hier irgendwas da drauf? Nee, leider nicht. Okay, die Stadt wird sehr krass eingenommen. So, haben wir hier noch jemanden? Habt ihr das gehört? Neval konnte in die Zitadelle Laurentien eindringen. Oh, diese bösen Menschen. Was haben sie geplant? Okay, da ist auch noch jemand. Böhalla? Das ist doch diese Höhle beim Himmelsweg. Was wollt ihr denn da oben? Der Eingang ist nämlich von einer riesigen Windstatue versperrt. Ich war neugierig und habe es mir mal angesehen. Ihr könnt gerne hingehen. Ihr müsst euch nicht auf mein Wort verlassen. Suche das Windelementar. Nice. Hast du was zu sagen? Wenn du mich brauchst, ich bin hier. Viel Glück bei deinem Gespräch hier mit den Stadtbewohnern. Ja, die wissen ganz genau, was ich tue. Gut, wollen wir einmal schlafen? Komm, wir schlafen einmal. Bis zum Morgenausflug natürlich. Und wir haben jetzt kein Geld mehr. Das ist natürlich sehr traurig. Gut. Ausgepennt. Gut, gut. Ja, wir speichern einmal. Und gespeichert. So, wie auch im letzten Part, suchen wir uns jetzt ein schönes Örtchen. Uns verabschieden. Aussicht genießen oder... Ja, Aussicht genießen. Ah, wobei... Kann ich auf den Brunnen rauf? Ich glaube nicht. Nee. Nee. Gut. Dann stellen wir uns jetzt hier hin. Aber Leute, wie auch immer, wie auch im letzten Part, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts mehr vom Spiel verpasst und von mir. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Thank you.